Hallo Freunde, ich bin live in Berlin vor der Mercedes-Benz Arena. Heute die große Show der Ehrlich Brothers. Faszination. Das haben schon über 600.000 Menschen gesehen. Ich werde einer von denen sein, die sich das auch anschauen. Das ist eine tolle Show. Und danach habe ich die beiden vor der Kamera und am Mikrofon. Und sie werden uns Dinge verraten, von denen ihr noch nicht wusstet, dass es sie überhaupt gibt. Wird spannend. Also, bis gleich. Bei mir ist Familie Hartroth, die sind heute vollzählig angetreten mit der Tochter Jennifer. Und Jennifer hat den Eltern damals Karten gekauft für die Ehrlich Brothers, für die letzte Show. Ja, genau, weil ich habe es im Internet gesehen und habe gedacht, meinem Vater wird es richtig gut gefallen, er ist so ein richtiger Magie-Fan. Conny, ihr habt die letzte Show gesehen, was hat dir besonders gut gefallen? Also ich fand ganz toll die verbogenen Schienen oder wie der Magier so plötzlich einer jungen Dame eine Rose herzauberte. Also es war ganz fantastisch. Frank, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja großer Fan von denen, haben wir ja gehört. Ja. Was beeindruckt dich am meisten bei der Show von den Ehrlich Brothers? Du, mir gefällt die ganze Show perfekt, weil die sind die perfekten Entertainer und die machen es richtig locker und ich sag mal für deutsche Verhältnisse richtig geil. Ne? Hollywood in Deutschland. Heute Abend die Show der Ehrlich Brothers live in der Mercedes-Benz Arena und wir haben sie gleich am Mikrofon. So, der Gerhard ist bei mir. Wir sind in der Mercedes-Benz Arena im Background und du hast hier einen Buddybären und dieser Buddybär, der hat eine tolle Geschichte. Erzähl mal bitte die Geschichte. Also bei uns kriegt jeder Künstler so einen Buddybären, der speziell von einer Berliner Künstlerin für die Show gestaltet ist. Und ja, der Rekordhalter im Buddybären ist Mario Barth. Der hat, glaube ich, schon 17, ja, ich glaube 17 Stück hat er schon von uns bekommen. Und Mario hat sich aus diesen Buddybären im Prinzip ein Regal gebaut, die Buddybears nebeneinander gestellt, Glasplatte drüber, nächster Buddybär und der freut sich jedes Mal, wenn er ihn kriegt. So, der Andreas ist mittlerweile da und Der Hauptbruder ist das. Der Hauptbruder, der Größere, der Erwachsene, der sagt, wo es lang geht und der hat jetzt auch die ehrenvolle Aufgabe vom Gerhard, jetzt eine richtig schöne Auszeichnung entgegenzunehmen. Hast du schon gesehen, was er für dich hat? Nee, Ein Zauber? Ein Zauber! Ein Zauberbär! Nee, aber ein Zauber-EB-Bär. Geil. Guck mal hier, ey, ist das cool. Dankeschön! Warum kriegen wir den? Weil ihr wieder hier seid, weil wir uns jedes Mal freuen, wenn ihr hier seid. Ja. Und ich hoffe, ihr habt das letzte Mal auch den Goldenen nachträglich nochmal bekommen. Ja, wir haben wirklich, glaube ich, jetzt mittlerweile 6 und das ist auf. Ja, ich glaube schon der 7. Wir haben letztes Mal ja auch 2 bekommen. Genau. Ich habe ihn bekommen, du nicht. Das ist eine jetzt. Einzige Projektion. Die Streiterei unter Brüdern. Hier geht's los. Ja? Den nehme ich nach Hause. Das ist mein Bär. Ja. So, Chris, das hat sich ja irgendwie, seitdem ihr klein wart, hat sich das irgendwie gar nicht verändert. Ja? Ihr streitet nach wie vor um Spielsachen. Ja, ich weiß auch nicht. Der Zauberbär ist weg. Er will halt immer zeigen, wer der Master ist. Und das ist ein bisschen nervig. Wir haben, glaube ich, zwei, die sind Silber und Gold. Die erste mal in Orange und der ist jetzt gelb-rot. Cool. Wir freuen uns. Also Berlin ist immer eine Reise wert. Also kommt in die Sammlung. Berlin, ne? Kommt in die Sammlung und macht so, ihr seid ja schon in Berlin hier. Ihr seid schon in Brandenburg. Berlin, Brandenburg, beide. Ja, BB, deshalb. Das beide, ist völlig beide easy. Berlin, Brandenburg. Brüder. Berlin und Brandenburg sind auch Brüder. So, Brüder, sagt doch mal ganz kurz, jetzt haben wir die Hälfte der Show habt ihr hinter euch. Ja. Ihr seht völlig entspannt aus, als ob ich das überhaupt gar nicht mitnimmt. Ja gut, ich hatte viel zu tun heute, weil mein Bruder, wie gesagt, der hat echt, also dass der überhaupt jetzt hier stehen kann, ihr müsst euch vorstellen, ja, mein Bruder ist auch nicht echt. Also ich kann ihn hindurchgreifen, habt ihr gerade gesehen, oh schade, zu spät rübergeschwenkt. Ansonsten, wie gesagt, hatte ich viel zu tun heute, ja. Nein, es ist eine geile Stimmung hier in Berlin, immer in Berlin, aber heute mal wieder definitiv und es macht einfach Spaß hier, also... Ich habe mal eine Frage. Du bist ja gerade ein bisschen geschrumpft auf der Bühne, wir konnten das sehen. Also habt ihr vorher eine Münze geworfen? Das ist völlig falsch. Das ist seine eigentliche Größe. Also der ist sonst größer. Jetzt ist er. Und jetzt ist es der Ausnahmezustand. Ja, ich bin auf dem Plus.
installiert. Wie war das eigentlich, als ihr euch ausgemacht habt, wer von euch beiden jetzt diese Rolle einnehmen muss? Habt ihr da eine Münze geworfen? Ja, das Traurige ist, es ist ja keine Rolle, er fühlt sich da sehr im echten Leben und er träumt halt gerne. Also er ist eher in Wirklichkeit klein und deswegen war es klar, dass er dann halt derjenige ist, der ausnahmsweise mal groß sein darf. Nach der Show packe ich den wieder in den Koffer. Kurzer Ausblick auf die In den Sack und dann mit dem Knüppel raufhauen. Wie geht's dann weiter jetzt in der zweiten Halbzeit? Worauf können wir uns freuen? Oh, wir haben noch ein paar schöne Sachen. Es wird sehr persönlich in der zweiten Halbzeit. Mhm. Unter anderem werde ich eine Frau verzaubern. Das will ich jetzt mal sehen. Ist aber so schön, ist der, ne? Plan. Also du bist durchkreuzt. So stand es im Drehbuch. Du bist für die großen Zahlen zuständig, für die Monster-Truck und er für die kleinen Zahlen. Nein, ich werde mich auf jeden Fall rächen in der zweiten Hälfte an allen fiesen Sprüchen, die er in der ersten vom Stapel gelassen hat. Also man darf gespannt sein. Ja, und nach der Show sprechen wir uns wieder, ob ihr das Ganze gut überstanden habt. Ja? It's magic. Okidoki. Du darfst dich auch mal verabschieden mit It's magic. It's magic. Moment, wir müssen 80er Jahre Hall-Effekt. It's magic. Magic, 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 magic. Und jetzt verschwindet der Moderator. Drei, zwei, eins, yeah! Oh, jetzt ist er weg. Ja. Der Kameramann hat sich auch nicht bewegt. Nee, das ist ein Trick, der ist unfassbar. Das ist ein Weltwunder, wie dieser Moderator verschwunden ist. So, den nehme ich mit. Jetzt geht's mit Teil 2 weiter. Bye. Leute, wie ihr seht, bin ich immer noch in der Mercedes-Benz Arena. Die Show der Ehrlich Brothers ist vorbei und ich kann ehrlich sagen, das war eine Show der Superlative. Da passiert so viel auf dieser Bühne, das kann man überhaupt nicht glauben. Ich glaube, ich muss mir das noch 2-3 Mal anschauen. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich kann nur allen empfehlen, schaut euch die Show der Ehrlich Brothers an. Lohnt sich in jedem Fall. Und euch kann ich versprechen, ich werde weiterhin viele interessante Menschen treffen und sie mit euch gemeinsam kennenlernen, die interessanten Geschichten dahinter. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Jens.